Und so geht sie weiter hier, unsere abgespacete Abenteuerreise in den Tiefen des Weltalls von No Man's Sky mit dem Next Update. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu einer weiteren Folge mit unserem allerliebsten Survival-Adventure im Weltall. Ja, natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im vorangegangenen Video und im bisherigen Projekt. Lasst uns loslegen, wir wollen gucken, was die Koordinate des Fremden für uns zu offenbaren hat. Auf, auf, wir steigen erstmal aus. Ist ein heißer Planet, ich muss vorsichtig sein. Wir müssen unsere Vitalwerte immer im Auge behalten. Wie war denn das nochmal? T, genau, T für Taschenlampe. Wow, sag mal, haben sie die Taschenlampe? Haben sie den Lichtkegel von der verbessert? Gut möglich, ne? Ist gut möglich. Wird gerade irgendwie extrem hell und vor allem, sie leuchtet nicht sphärisch um uns herum, sondern richtig schön nach vorne. Cool. Egal, Leo, Fokus. Dash Jump. In die Zukunft. Und da ist hier auch schon die Koordinate des Fremden. Signal. Durch Reparatur der beschädigten Komponenten öffnen. Das kriegen wir hin. Es gibt keine Lebenszeichen, man hört nur das Rauschen eines beschädigten Kommunikators. Aufzeichnungen extrahieren. Welche Nachricht auch immer hier einst war, wurde unwiderruflich verschlüsselt. Das Einzige, was ich entziffern kann, ist der Name des Piloten Artemis. Wer auch immer das war, ist längst fort. Die einzigen intakten Daten sind ein Satz Pläne, ein Upgrade für meinen Bergbaustrahl. Eigenes Kraftfeld, defensive Schildtechnologie. Bei Aktivierung bezieht dieses Modul Energie von Exo-Anzug Lebenserhaltungssystemen. Dabei wird das Multiwerkzeug überladen, das elektromagnetische Feld um den Benutzer gestört und ein starker Schild aufgebaut. Obwohl dieser Schild wirksam vor Laserfeuer schützt, den kennen wir schon, der ist total Schrott, finde ich, weil wir können uns da nicht mehr wehren, ne? Benutzer daran denken, dass das Multiwerkzeug für keine anderen Funktionen zur Verfügung steht. Also ein Schild, aber wir können nicht zurückschießen, was auch immer da uns dann beschießt. Wobei, vielleicht hilft uns das ja auch irgendwie vor extremen Temperaturen, wenn irgendwie ein Blizzard oder so kommt. Wir werden das Kraftfeld so oder so irgendwann bauen. Aber, naja, ist in Ordnung. Suche nach Hinweisen über Artemis. Machen wir doch glatt. So, erstmal Licht anmachen. Ich meine ausmachen und wieder anmachen. Beschädigte Maschinerie. Mach auf. 31 Nanithaufen wurden auf dein Konto eingezahlt. Dankeschön. Ansonsten nur Schnulli hier. Oh stimmt, wir sollten ja fleißig Tiere mal scannen. Für Kohle. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir kriegen jetzt richtig Asche. Wir kriegen richtig Asche fürs Tiere scannen. Das sollte unsere Routine werden. Zumindest die Tiere, die uns quasi direkt vor der Nase herumspringen. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Hä? Hier waren wir doch gerade eben schon. Wo sind denn hier Hinweise bitte für Artemis? Artemis! Oh, 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 oh! Sind das fliegende Raupen oder Würmer oder so? Finde ich hier schon mal ganz nett. Warte mal, die muss ich scannen. Die machen mich gerade neugierig. Na komm schon, gib dir Mühe! Kleiner Weltraummann, gib dir Mühe. Yay! Cryptovikois. 28.000. Mein lieber Scholli. So, da steht unser Raumschiff. Aber keine weiteren Hinweise zu Artemis. Aua! Ne, ich glaube nicht. Es sei denn, wir müssen das irgendwie als Mission oder so auswählen. Suche nach Hinweisen über Artemis. Markieren wir jetzt mal aus Spaß.
Cadmium-Ansammlung. Cadmium, Cadmium, Cadmium. Kupfer bräuchten wir mal wieder, damit wir den Atlas Pass V1 bauen können. Den werden wir früher oder später mal wieder brauchen. Und ihn dann auf Zwang zu bauen, ist immer ein bisschen doof, finde ich. Lieber ein bisschen vorbereitet sein. So 2, 3 würde ich schon gerne immer mit am Start haben. So wie natürlich so eine Restansammlung an Kupfer, damit wir mit den Corvex neue Wörter lernen können. Keine Ahnung. I don't know. Warte mal, stopp. Notrufsignal hatten wir ja alles gecheckt gehabt. Ach, suche auf dieser und anderen Welten nach Hinweisen zu Artemis. Das angepinnte Upgrade-Rezept im Protokoll anzeigen. Ja, das muss man auch erstmal wissen, ne? Das stand hier nämlich gerade nicht. Das steht natürlich unten rechts hier. Noch besser eigentlich zu lesen, aber ich erwarte doch, dass es auch hier dann steht. Na gut, egal. Artemis. Der gute Artemis. Vielleicht checken wir hier noch alles ab nach Kupfer. Das wäre ganz nett. Sehe ich hier vielleicht von hier aus irgendwo Kupfer? Haben wir hier Cadmium, Cadmium. Schwebender Kristall. Schwebender Kristall. Wie bitte? Schwebender Kristall. Au! Ratte. Du kleine Ratte, du! Der geht auf dich. Was bringen die? Gefährlich heiß, sporadisch, massenhaft, üppig, durchschnittlich. Kohlenstoff einfach. Einfach nur Kohlenstoff. Na, immerhin etwas. Immerhin etwas. Kohlenstoffkristall. Ah, da ist er. Bei dieser Substanz handelt es sich um komprimierten Kohlenstoff, der sowohl eine wertvolle Energiequelle als auch ein wichtiger Bestandteil von Technologiekomponenten ist. Wird aus verdichtetem Kohlenstoff synthetisiert. Sind sie synthetisiert? Geht das auch mit der Raffinerie? Kohlenstoff verdichten und dann nochmal verdichten, um dann Kohlenstoffkristalle zu bekommen? Gute Frage, müssen wir mal ausprobieren. Ansonsten machen wir natürlich jetzt erstmal weiter. Wir brauchen ein bisschen Natrium im Gefahrenschutz. Dankeschön. Kupfer gab es hier, glaube ich, auch gar nicht. Wir können ja mal kurz die Planetenkarte checken. Entdeckungen, wir sind hier gerade auf. Kuji, derzeitiger Planet. Salz, nee, hier gibt es gar kein Kupfer. Also können wir quasi direkt wieder abdackeln. Cadmium habe ich gerade keine Verwendung. Die Mikroprozessoren kann ich mir auch nicht einfach aus den Rippen schneiden, oder? Nein. Sonst hätte ich jetzt hier vielleicht den Wirtschaftsscanner noch gebaut, um einen eventuellen Handelsposten zu finden. Um da dann eben nach einem Kobaltspiegel zu schauen. Kohle! Yeah. Katsching. Noch eins, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Bin ja mal sehr gespannt, ob wir später noch einen besseren Scanner finden. Noch ein hochwertigeres Scanner-Update. Und noch mehr Kohle für Scannen bekommen könnten. Das wäre nicht schlecht. Ansonsten ein sehr, sehr unwirtlicher Planet. Mir gefällt es hier gar nicht. Ja, es ist schön warm und so, man wird schön braun, aber irgendwie wirkt das alles nicht sehr einladend. Wir gucken uns lieber mal den zweiten Himmelskörper hier in dem System an. Na? Hier muss ja noch irgendwas sein. Hier muss ja noch irgendwas sein. War doch so, oder? Meine eingehende Nachricht. Oh, die Rasse kenne ich ja noch gar nicht. Das ist ja mal geil. Der sieht aus wie ein
wie die Alienrasse aus Stargate Kommando SG-1, die auch gegen die Goa'uld gekämpft haben. Ist da draußen jemand? Es ist draußen. Etwas stimmt nicht. Der verdammte Alien-Allergie muss das sein. Etwas stimmt nicht mit... Identifizieren! Ich sage dem Fremden, dass ich ihn hören kann. Einen Moment lang herrscht Stille. Das einzige Geräusch, das ich höre, ist das Hintergrundrauschen der kosmischen Strahlung. Du hast mich gefunden. Es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Seele hören. Wie hast du meine Stimme gefunden? Erwähne das abgestürzte Raumschiff. Ich erzähle dem Fremden vom verlassenen Schiffswrack und wie ich die ID seines Kommunikators im Notrufsignal entdeckt habe. Es ist draußen, aber ich glaube, ich bin sicher. Es gibt 16 von ihnen und sie sehen wie... Nach den 16 Fragen. In den Augen des Fremden spiegeln sich Angst und Verwirrung wieder. Nach ein paar Momenten der Stille wendet er sich flehend an mich. Du weißt nicht, wo du bist, oder? Es hat mich belogen. Es hat alle belogen. Der Ton bricht ab, aber sein Gesicht ist immer noch da, stumm, bevor es endgültig verschwindet. Kommunikation beenden. Artemis braucht meine Hilfe. Ich muss einen Weg finden, um das Signal zu verstärken. Lokalisiere einen Fernsender. Lokalisiere einen Fernseher. Ja, ist ja gut. Machen wir. Ist gebongt. Versprochen ist versprochen. Wird auch nicht gebrochen. Aber hier muss ja noch irgendwas anderes, ein anderer Himmelskörper in dem System sein. Eins nach dem anderen. Ja, geh mal da bitte hin. Anvisiertes System ausfüllen. Ja. Näher ran. Näher ran. Gib mir mehr. Ach nee, es gibt hier nur einen Planet und das in der Mitte. Ist die Sonne oder wie? Ist das vielleicht die Möglichkeit? Genau. Ah, doch, tatsächlich. Hier gibt es nur einen Planeten. Und das andere ist dann die Sonne. Ich dachte nur gerade, weil das Ding hier so riesig ist. Aber natürlich, in der Mitte eines Sternensystems ist in der Regel, ne? Genau. Eine Sonne. Ein Stern. Okay, dann hält uns theoretisch nichts weiter hier in diesem System. Wir können direkt weiterspringen. Und wir werden natürlich weiter Richtung Schwarzes Loch springen. Lokalisiere einen Fernsender. Um wieder Kontakt zu Artemis herzustellen, lokalisiere zuerst einen Fernsender. Holographische Fernmeldetürme können auf vielen Planeten gefunden werden. Ah, ich erinnere mich. Die Antwort auf alles. Diese riesigen holographischen Fernmeldetürme. Ein solches Gerät könnte stark genug sein, um eine stabile Verbindung herzustellen. Ja, machen wir aber nicht hier in diesem System. Um Gottes Willen. Hier gibt es auch gar keine Raumstation, fällt mir gerade mal so auf. Nicht wirklich. Wahrscheinlich, weil wir zu weit weg sind von der Hauptstraße. Naja, gut. Dann geht es jetzt für uns erstmal weiter. So, aktuelle Mission, 23 Lichtjahre. Ich muss jetzt dahin. Zu diesem Holo-Terminus. Frei erkunden. Eigener Wegpunkt. Schwarzes Loch. Atlas-Station. Na gut, dann machen wir jetzt erst das und danach geht's dann weiter Richtung Schwarzes Loch. Das ist eine gute Idee. Dann helfen wir erstmal dem guten Atlas. Der sah so ein bisschen, naja, in Nöten aus. Ja, dann baller jetzt dahin, mein Freund. Dann geht's dahin. Jawohl, ja. Holo-Terminus. Warp-Berechnung bestätigt, 23 Lichtjahre. Hauptlebensform Corvex. Go! Limsky-V-System. Euklid-Galaxie. Neue Entdeckung. Eine Reisemeilenstein erreicht. Schon wieder. Oh cool, die Raumstation sieht ein bisschen anders aus. Vorhut. Fünfmal geworbt. Und wie oft habt ihr euch heute schon geworbt? Hä? Mal ganz ehrlich, Leute.
Mal ganz ehrlich. Nö, das will ich ja gar nicht. Ich brauche ganz was ganz anderes brauche ich. Ich brauche hier die Rezepte nochmal. Kobaltspiegel und Mikroprozessoren und Technologiemodule. Aber die kriegen wir ja zuhauf hier auf der Station. Cool. Dann mal, Lack. Dann mach mal Lack hier, mein Freund. Wollen wir mal das Beste hoffen, dass wir hier alles kriegen, was wir so dringend nötig haben. Aber ich habe auch leider kein Kupfer dabei, ne? Irgendwie, um Wörter zu lernen von den Corvex. Ein bisschen Kupfer. Na, wenn nicht, schauen wir mal gleich beim nächsten Handelspunkt des intergalaktischen Netzwerks nach, ob wir nicht eventuell ein bisschen Kupfer kaufen können. Das essen die Corvex zu gerne. Die Leckermäule. Standardisierter Bau. Sieht überall gleich aus. Das gibt's auch in echt. Guck dir so gut wie jede deutsche Großstadt an. Du denkst in der Innenstadt, keine Ahnung, ich bin letztens durch Berlin gelaufen, durch die Innenstadt und dachte, ich wäre in Erfurt oder so. Sieht überall gleich aus, überall die gleichen Läden. Ist gar nicht mal unsere unrealistisch. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das Gebieten wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass ich es über ihr übergeben soll. Was? Ja gut, mach ich mal. Der Krieger nickt zufrieden. Er bietet mir ein verbessertes Ersatz-Multiwerkzeug an. Aber es total im Eimer ist. Ist das wirklich besser? Ja, ist es tatsächlich. Aber ich muss die ganzen Sachen hier reparieren. Ah. Sagen die Werte. Das neue Multiwerkzeug ist auf jeden Fall schon mal. Ist eigentlich nicht besser. Aber es ist halt. Es ist mehr wert. Aber es ist auch. Viele Slots sind einfach mal im Eimer. Das mache ich nicht. Kannst du vergessen, du Vogel. Dein Ansehen bei den Vikern hat sich verbessert. Hat sich verbessert? Weil ich ihn veräppelt habe oder so? Hier, guck mal. Willst du mein Multiwerkzeug. Kriegst du nicht. Na. So, verschlüsselte Navigationsdaten. 13 Nanithaufen wurden auf dein Konto eingezahlt. Neuer Vikenrang, Komplize. Vikenrang 2 von 9. Hi, Nadu. Slamna. Witty Toto kennen. Ja, auf jeden Fall. Die Luft um die Lebensform mit Schnabel riecht verdorben. Der Gestank dringt durch meinen Exoanzug und bringt mich zum Würgen. Als das der Händler bemerkt, pickt er auf ein Element, das er bei sich hat. Er bricht die Substanz in Stücke und schluckt alles auf einmal runter. Nach einem tiefen Gurgel stößt der Geg eine wohlriechende Gaswolke aus. Die Kreatur reibt sich ihre leeren Hände und lächelt mich vergnügt an. Mit organischem Element bedanken. Sehr geil. Der Händler nickt kurz dankend. Er zahlt für meinen Beitrag, hatte sich aber anscheinend etwas anderes erhofft. Mann. 1000 Units. Naja, immerhin. Na gut. Dann machen wir in der nächsten Folge hier genau weiter, wo wir jetzt hier aufhören. Meine Damen und Herren, mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Supportet mich, das wäre eine feine Sache von euch. Ansonsten sehen wir uns wieder. Bis dann. Reingehauen. Ciao.